Hallo Verena. Was ist schlimmer, Wahlkampfstart oder Wahlkampfende? Ende. Warum? Anstrengend, Nervosität und das Gefühl, einfach nichts mehr tun zu können. Dein schönstes Wahlkampferlebnis? Ich war mit Katharina Barley unterwegs im Haustürwahlkampf und man hat das Vaterunser für uns gebetet. Dein schlimmstes Wahlkampferlebnis? Junge Menschen zu treffen, die sagen, dass sie einfach nicht wählen gehen. Kugelschreiber oder Rose? Kugelschreiber. Dein erster Gedanke, als der Einzug in den Bundestag klar war? Zu krass. Deine größte Sorge in den ersten Monaten als Abgeordnete? Dass ich irgendwas auf irgendeinen dieser tausenden Zettel nicht gelesen habe und was verpasse. Worauf freust du dich am meisten? Auf die erste Rede, die ich im Plenarsaal halten darf und dann wirklich auch was zu ändern. Das Erste, was du im Bundestag durchboxen willst? Den 12-Euro-Mindestlohn. Und worüber willst du deine erste Rede halten? Über einen Zukunftsfonds 2.0, damit wir auch mehr in unsere Zukunft investieren und nicht so viel verwalten. Strippenzieherin oder Rampensau? Och, eine Mischung aus beidem. Kooperation oder Konfrontation? Kooperation. Berufspolitikerin oder Politikerin mit Beruf? Politikerin mit Beruf, aber während des Mandats auf jeden Fall nicht. Dann mit Berufung. Welcher Beruf? Ich bin Unternehmerin und das bin ich im Herzen und das werde ich immer bleiben. Und deswegen ist das mein Beruf als Betriebswirtin. WG oder eigene Wohnung? Eigene Wohnung, WG-Zeit ist rum. Instagram oder TikTok? Insta. Analog oder digital? Beides. Wahlkampfstand oder Insta-Live? Weinstand. Welche Frage kannst du nicht mehr hören? Warum haben Sie Kitchen Stories gegründet? Wählen ab 16, ja oder nein? Unbedingt. Das beste Gericht, das du kochen kannst? Ein Kürbisrisotto. Overdressed oder underdressed? Underdressed. Dein Karaoke-Song? Wonderwall. Vielen Dank. Gerne.